a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Mitte des 12. Jahrhunderts. Der Seehandel boomte und das ganz besonders an der Ostsee. Bier, Fische und Salz zählten zu den gefragtesten Waren. Leider weckten diese Begehrlichkeiten auch die Gier in manch einem Piraten. Aus diesem Grund schloss man sich in Genossenschaften und Gilden zusammen. Lübeck, auch besser bekannt als Mutter der Hanse, brachte somit einen Stein ins Rollen, welcher über 5 Jahrhunderte Zeitgeschichte prägen sollte. Die Hanse ist einer der größten Zusammenschlüsse, insbesondere was Städte angeht. Wir kennen auch andere Städte, Bünde oder Städtevereinigungen in den Niederlanden oder in Italien oder Oberdeutschland. Aber die Hanse ist eigentlich der größte, also quantitativ und auch zeitlich. Über 6 Jahrhunderte existierte sie. Das ist eigentlich unvergleichlich in der Weltgeschichte, kann man schon sagen. Rostock spielt eine ziemlich große Rolle. Es ist ja schon Anfang des 13. Jahrhunderts entstanden. Und da entwickelt sich die Hanse ja eigentlich erst so richtig. Man nimmt ja oft die Entstehung Lübecks als Anfang an, 1160 etwa. Und 50 Jahre später sozusagen ist Rostock dann auch schon dabei. Und es gehört also zu den frühesten und auch wichtigsten Hansestädten. Nach Lübeck spielte es an der Ostsee eigentlich die größte Rolle als Hansestadt, ursprünglich auch noch vor Hamburg. Klare Strukturen der Hanse gab es nie. Kein Mitgliederverzeichnis, kein Reglement. Erst ab dem 14. Jahrhundert entwickelten sich festere Strukturen wie die Hansetage, welche uns bis heute erhalten blieben. Die Hanse wird ja oft im engeren Sinne nur als Wirtschafts- oder Handelsorganisation verstanden, aber die Kaufleute spielten ja eine große Rolle auch in den Räten der Städte, also waren praktisch die städtischen Obrigkeiten, sodass sie sich also mit Politik, mit Recht beschäftigen mussten, aber auch mit der Ausbreitung ihres Reichtums oder Demonstration, was also auch die Kunst und Kultur gefördert hat, sodass die Hanse insgesamt für die Kulturgeschichte des Ostseeraums von sehr großer Bedeutung geworden ist. Rostock als Stadt, als mecklenburgische, als hansische, als Handels- und Universitätsstadt, als berühmte Universitätsstadt. Und auch im Grundriss der Stadt sehen Sie hier sehr schön, dass die ganze Stadt und ihre Wirtschaft auf den Handel, auf den Hafen ausgerichtet ist, hier an der Unterwarnow. Und hier sehen wir die berühmten Schiffsbrücken oder Landungsbrücken. Es gab damals keinen Kai, sondern diese hölzernen Brücken in das Fahrwasser hinein, an dem dann die Schiffe anlegten, bevor sie dann über Warnemünde in die Ostsee fuhren. Die Handelsgüter wurden dann vom Hafen auf den Markt gebracht. Der wichtigste war hier der neue Markt an der Marienkirche, der ja auch der größte ist. Und auf der Hälfte der Strecke stand die Stadtwaage, wo also die Waren gewogen wurden. Das zeigt also sehr schön, welche Verbindung es hier zwischen dem Zentrum der Stadt, wo ja auch das Rathaus und die Hauptpfarrkirche stand, und dem Hafen gab. Also alles war auf den Seehandel ausgerichtet und das war in den meisten Hansestädten ähnlich. Aufgrund der Entwicklung der Sozialstaaten in Europa, der wachsenden Selbstständigkeit der skandinavischen Länder und dem 30-jährigen Krieg verlor die Hanse immer mehr an Relevanz. Trotz des Niedergangs der Hanse bleibt uns dieses mächtige Handelsimperium im Gedächtnis.